Bei Raiffeisen finden wir eine gewisse Distanz und auch Kritik an staatsinterventionistischen Konzepten. Für ihn war von vornherein klar, es kann nur eine Freiwilligkeit der Teilnahme an den Kassen geben und keinen irgendwie gearteten Zwang, keine Vorgaben, keine Regulierungen von oben, sondern es sollte aus seiner Sicht, so wie es ja hier auch in dem Text genannt ist, von unten, so hat er dann den Begriff aus dem Volk heraus es formuliert. Die Sparkassen, die es damals schon gab, die auch ein Alternativmodell zu den Privatbanken und dem Wucher waren, wurden nicht zuletzt deshalb damals sehr kritisch gesehen, weil sie sehr obrigkeitlich organisiert waren, bis hin zur Offenlegung von Finanzen, die damals oft notwendig waren. Und da sollte sein Konzept von Raiffeisenbanken eine Initiative von unten, ein Gegengewicht der Selbsthilfe sein und eben sich nicht an staatsinterventionistische Motive in irgendeiner Form hängen. Hier ein Motiv des Denkmals in Neuwied, was einen sehr patriarchalen Gestus zeigt. Es ist betitelt mit die Nächstenliebe. Und hier haben wir sozusagen diese klassisch diakonische Hilfe von oben nach unten. Ich denke, dass dieses Bild Raiffeisen allerdings nur bedingt gerecht wird. Das ist, wenn man so will, ein Teil der Wirkungsgeschichte. Diese paternalistische Form der Nächstenliebe entspricht eigentlich seinem Grundgedanken weniger. Vielmehr geht es bei ihm um Solidarität, was sich etwa ja in der Solidarhaftung, über die wir einiges gehört haben, ausdrückt. Ich möchte das einmal wechselseitige oder reziproke Nächstenliebe nennen. Das ist, wenn man so will, aus den einzelnen biblischen Zitaten heraus vielleicht ein Kernbegriff, reziproke Nächstenliebe, wie es auch in dem Zitat, was Sie dort sehen, zum Ausdruck gelangt. Und diese reziproke Nächstenliebe führt dann aus seiner Sicht zu einer solidarisch befriedeten Gesellschaft, wobei eben natürlich die Wohlhabenden eine bestimmte Verantwortung haben, aber es eben kein Almosen, kein Spenden, kein von oben nach unten herab sein soll. Die Ziele Raiffeisens sind Förderung des materiellen Wohlstands, Erwerb von Immobilien, Besitz allgemein vergrößern, die Entproletarisierung der Menschen, das ist auch ein Begriff, der bei ihm so genannt wird, und natürlich alles bezogen auf die Landwirtschaft. Das ist nochmal, das hat Herr Klein auch schon gezeigt, wenn man so will, diese Hauptschrift von 1866, wo es darum geht, dass er hier all seine Grundsätze von Darlehenskassenvereinen einmal darlegt. Ich unterscheide jetzt von den Motiven und Impulsen, also Freiheit, Selbstorganisation, reziproke Nächstenliebe in einer biblischen Perspektive, Grundprinzipien, die sich daraus bei ihm ableiten lassen, und das sind dann vor allem die der Selbsthilfe und der Kooperation. Er versucht durchaus, wenn man so will, in einem klassischen Sinn der Subsidiarität von unten, von den kleinsten Einheiten her, immer größere Kreise zu ziehen. Und die entscheidende Perspektive, die er eben in seiner Zeit gesehen hat, ist, dass die Geldbeschaffung defizitär ist, aber daneben genauso auch die Bildung. Insofern sind, wenn man so will, das reine Kreditwesen und Bildungsinitiativen für ihn zwei Seiten einer Medaille, die sich wechselseitig ergänzen müssen. Hier wird Raiffeisen dann auch relativ konservativ, traditionalistisch. Er will eine sehr disziplinierte Lebensführung bei den Genossen oder zunächst bei den Kreditnehmern durchsetzen. Das ist sehr konventionelle protestantische Arbeitsethik und Kritik von Faulheit und all solchen Dingen, die sich bei ihm findet. Und Bildung und nicht zuletzt auch eine Erziehung zum Sparen sind dann für ihn, wenn man so will, die immaterielle Ebene, die parallel zu dieser Geldbeschaffung
Abschaffung herbeigeführt werden muss. Das sieht man auch an vielen alten Reifeisenbanken und Häusern. Da stehen dann, das kann man leider jetzt schlecht lesen, da stehen dann hier oben immer so Sinnsprüche, die sich oft reimen. Irgendwie geht es darum, dass die Jugend sparen soll, bevor sie im Alter in Not kommt. Und das hat sich dann gereimt. Sowas war bis in die 60er, 70er Jahre, gehörte das sozusagen zum Setting, dass eine gewisse bürgerliche konservativ-christliche Tugendhaftigkeit leitmotivisch an verschiedenen Stellen mittransportiert worden ist. Das hängt ein Stück weit eben auch damit zusammen, dass diese besondere Form der Solidarhaftung, die vor allem durch die vermögenden Vereinsmitglieder in der Anfangsphase, aber auch noch relativ lang durchgeführt worden ist, einerseits auf der Ebene der Kreditnehmer eine besondere ethische Grundhaltung provozieren sollte. Und auf der anderen Seite hat es natürlich verhindert, das sind alles Zitate im Übrigen mit den Seitenzahlen aus dieser Hauptschrift über die Darlehenskassenvereine, dass man riskante Geschäfte eingeht. Raiffeisen hatte die Idee, die ja bis heute aus meiner Sicht durchaus wegweisend und interessant ist, je stärker Menschen persönlich verantwortlich haften, desto weniger sind sie bereit, hohe Risiken einzunehmen, weil es auf sie zurückfällt, was ja bei Managerbanken nur sehr begrenzt oder zum Teil gar nicht der Fall war. Dazu gehört dann diese Überschaubarkeit, die lebensweltliche Nähe, die bei ihm ganz zentral war. Und diese lebensweltliche Nähe hat eben gerade auch das, wenn man so will, pädagogische Ziel, dass man auf Kreditnehmer oder Genossenschaftler, er hat das mal genannt, einwirken kann. Das soll natürlich in einem Geist der Liebe geschehen, nicht unbedingt nur sozusagen, also nicht von oben herab eigentlich, sondern schon in einer gewissen Solidarität, aber eben örtliche Vertrauenspersonen. Das ist bei ihm das Entscheidende gewesen, sowohl im Blick auf eine angemessene Versorgung, einen angemessenen Umgang mit den Mitteln, wie auch dann im Blick auf eine vertrauenswürdige Kreditvergabe. Auch hier sehen wir nochmal Treu und Beharrlichkeit. Das ist sozusagen da oben das Siegel der Familie Raiffeisen. Ein Schwan mit einem Ring im Mund, der sozusagen Ausdruck für die Nächstenliebe ist. Und Treu und Beharrlichkeit, das sind sozusagen diese Tugenden, die immer wieder in dieser Tradition lebendig gehalten worden sind. Ganz stark, auch das ist bei Klein ja schon angesprungen, wurden Zinsgeschäfte, vor allem der Wucher, kritisiert. Diese Zinssätze lagen immens hoch. In der damaligen Zeit vor allem der sogenannte Viehwucher, wenn unter bestimmten sehr rigiden Auflagen Vieh angeschafft werden musste. Und da ist sozusagen sein Hauptimpuls, diesen Wucher auszuschalten, ohne jetzt aber irgendwie Zinssätze generell außer Kraft zu setzen, sondern er wollte versuchen, einen möglichst realistischen, an dem gängigen Marktwert orientierten Zinssatz dann auch zu berechnen. Und er wollte auch das Geld nicht zu billig weggeben. Das war für ihn auch ein Motiv, weil sozusagen nur das, was wirklich wertvoll ist, wird dann auch entsprechend von den Kreditnehmern gewürdigt und hat dann unterschiedliche Formen im Unterschied zu den Banken damals und auch zu den Sparkassen einer sehr flexiblen Form der Geldrückzahlung oder auch der längerfristigen Darlehensgewährung eingereicht. Ziel dieser ganzen sozialtheoretischen Grundsätze auf einer gesellschaftlichen Ebene, würde ich sagen, ist Teilhabe für alle. Alle sollten und konnten Genossenschafter werden, lange Zeit unabhängig von Geldeinlagen. Erst als Schulze-Delitzsch das Genossenschaftsgesetz 1881 auf den Weg gebracht hat, wurde das zwingend vorgeschrieben und dann hat Raiffeisen es so gering angesetzt, dass trotzdem niemand ausgeschlossen werden wollte. Er wollte, dass zumindest aus ökonomischen Gründen jeder mitmachen kann und soll. Eher waren sozusagen die ethisch-moralischen Verpflichtungen dann etwas, was mögliche Kreditnehmer hat abschrecken können. Und dann in Entsprechung zur Selbsthilfe und Freiwilligkeit der Kassen natürlich den Gedanken der Selbstverantwortung. Selbstverantwortung und Selbstverwaltung hingen bei ihm immer ganz eng zusammen. Er hat dann auch schon reflektiert, welche Entwicklung es sich vom ehrenamtlichen Management der Kassen zum sogenannten Rechner, also
dem, was man heute Bankangestellten nennen würde, sich entwickeln würde und hat da dann, da komme ich gleich nochmal zurück, sehr viel auf Gemeinsinn, aber eben auch auf demokratische Verwaltung als Grundtugenden derer, die in solchen Bereichen tätig sind, Wert gelegt. Staatshilfe, wenn überhaupt nur indirekt, und das hatte alles auch nichts mit den Genossenschaften zu tun, sondern eher mit der Infrastruktur. Das haben wir ja auch bei Klein schon gehört. Er hatte am Anfang auch Infrastrukturprojekte als Bürgermeister auf den Weg gebracht. Für die Infrastruktur sollte der Staat zuständig sein, und das war natürlich für viele Landwirtschaftsgenossenschaften elementar wichtig. Da hatte er durchaus auch die Idee, dass Genossenschaften da ehrenamtlich oder aus einem Fonds dann tätig werden könnten. Aber da hielt er den Staat für sinnvoll, aber nicht im Blick auf unmittelbare soziale Projekte, würden wir heute sagen. Da gibt es bei ihm sehr viel Grundsatzkritik. Ich komme jetzt zum Schluss auf Fragen, ob und inwieweit Raiffeisens Ideen aktuell sind. Ich habe insgesamt 7 Punkte noch einmal zusammengefasst, wo ich dann eben auch diskutieren möchte oder Sie fragen würde, was davon möglicherweise heute übertragbar und sinnvoll ist. Das erste Prinzip ist eine regional-dezentrale Verortung. Das ist aus meiner Sicht für das Raiffeisen-Konzept eigentlich elementar. In zunehmend anonymisierten Großbeziehungen, auch auf der Genossenschaftsebene, wird diese lebensweltliche Nähe immer fraglicher. Und insofern muss man sich dann überlegen, ob eine Genossenschaft dann eher eine Nische oder ein Alternativmodell ist. Ist es eine kleine Nische, die man irgendwo noch bildet, oder ist es oder kann es ein Alternativmodell sein, wenn man große Genossenschaften à la Rewe und Edeka hat? Inwieweit sind sie Alternativmodell oder Nische, oder können Genossenschaften beides sein? Der zweite Punkt, die personalen Vertrauensverhältnisse. Das hängt mit der lebensweltlichen Nähe natürlich zusammen. Und zu fragen ist jetzt, wie kann man Vertrauen systemisch institutionalisieren, was bei Raiffeisen nicht so sehr in den Blick kam aufgrund eben der anderen Verhältnisse. Und Vertrauen ist natürlich in der Finanzwirtschaft sowieso, aber auch für Genossenschaften sozusagen eine absolute Grundlage eines erfolgreichen Handelns. Und Genossenschaften heute müssen sozusagen eine Antwort darauf geben können, wie sie Vertrauen in ihre Strukturen institutionalisieren. Das dritte, Freiwilligkeit, Selbstverwaltung sind demokratiefördernde Elemente. Das galt schon historisch im 19. Jahrhundert. Auch das haben wir kurz heute an 2, 3 Stellen gehört. Ich würde gerne darüber hinaus fragen und diskutieren, ob so ein Projekt von Wirtschaftsdemokratie, es war ein gewerkschaftliches Konzept in der Weimarer Republik, die DGB-Gewerkschaften haben das nochmal irgendwann in den 70er Jahren aufgegriffen. Es ist alles sozusagen nicht wirklich realisiert, aber Wirtschaftsdemokratie erscheint mir in einer demokratischen Gesellschaft eine sozusagen elementare Grundlage des Zusammenlebens zu sein, wovon die Wirtschaft sehr weit entfernt ist. Und welche Rolle die Genossenschaften dabei spielen könnten, fände ich eine interessante, wichtige Perspektive. Der nächste Punkt ist Kritik übermäßiger Gewinnziele, also was bei Raiffeisen Bucher heißt. Inwieweit gelingt es Genossenschaftsbanken vor allem oder auch anderen Genossenschaftsinstitutionen, eine moderate Geschäftspolitik, die vielleicht eher risikoscheu ist, die keine Fehlanreize setzt, also Bonuszahlungen, das kommt bei Raiffeisen schon vor, lehnt er ab. Er sagt, der Rechner, auch wenn es ein gutes Jahr ist, kriegt keinen Cent mehr. Sozusagen, er will Fehlanreize da von vornherein abgraben. In welcher Weise ist es heute realistisch, sinnvoll? Kann man so als Genossenschaftsbank mit einem solchen Konzept überleben? Das war vor 2007 ja auch fraglich. Jetzt werden sie gefeiert als ein gewisses Stabilitätselement, aber die wirklichen Herausforderungen etwa des Finanzmarkts sind ja keineswegs gelöst, und nach wie vor stehen auch die Genossenschaftsbanken unter der großen Herausforderung. Und wie kann man sozusagen eine Alternative zu diesen klassischen kapitalistisch geprägten Geschäftszielen setzen? Dann das fünfte,
Die soziale Verantwortung, das heißt der Gemeinwohlbezug, das ist das, was Raiffeisen immer schon gewollt hat und was Raiffeisen und Volksbanken ja in gewisser Weise durch regionale Kultur, Sport und andere Förderung auch tun. Aber wie kann vielleicht dieser Gemeinwohlbezug noch stärker gesichert und institutionalisiert werden, wäre für mich ein wichtiger Punkt, eine wichtige Frage. Und das Sechste ist dann noch, was ich sehr interessant finde. Wir haben bei Raiffeisen einen aus meiner Sicht sehr pragmatischen Grundzug, der ihm auch immer wieder ermöglicht hat, bestimmte Anpassungen in seinem Programm vorzunehmen. Anders als Wiechern, anders als Bismarck oder auch anders als Marx, würde ich sagen, er ist der unideologischste, vielleicht auch theoretisch am wenigsten ausgereifteste, darüber kann man diskutieren, dieser Sozialreformer. Ich würde diese große pragmatische Perspektive eher für eine Stärke halten und man muss dann natürlich eben fragen, ob und inwieweit die Genossenschaftsbewegung auf dieser pragmatischen Grundlage heute vielleicht nochmal ganz andere Veränderungen und Neuansätze wagen könnte. Ich komme noch zu einer letzten Tafel, bevor ich zu der komme. Diese Punkte 1 bis 6 zusammenfassend, wer sich in der neueren Debatte, vor allem in den Ländern des Südens, auskennt, weiß, wie nah das an Mohamed Yunus und Mikrokredit, Microfinance oder Social Business ist. Also etwa das letzte Buch von Yunus, Social Business, wo er ja nochmal sozusagen sein großes Reformprogramm eben nicht nur auf den Bankensektor, sondern auch auf Industrien, die darüber hinausgehen, Wasserversorgung, Infrastruktur, aber auch, dass man mit Adidas und anderen so eine Art Joint Venture macht, um den Leuten Schuhe ordentlich zu besorgen. Alles das hat aus meiner Sicht eine ganz frappante und enge Nähe zu Raiffeisen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, der ja hier jetzt eher in einer anderen Sektion behandelt wird, wie gerade diese Ideen in den Ländern des Südens, aber dann vielleicht auch in Nord-Süd-Partnerschaften nochmal neu auf Genossenschaftsebene aktiviert werden können. Das Letzte ist nochmal die christliche Perspektive, die ja immer wieder durchklang, sowohl hier bei mir am Anfang, bei Klein und vielen anderen. Also das ist schon etwas, was man bei Raiffeisen nicht wegstreichen kann. Das steht bei ihm immer im Hintergrund. Es wird mal mehr, mal weniger stark von ihm betont. Und meine Frage wäre dann eben, da man eine christliche Motivation in einem solch großen Raiffeisen-Konzern nicht voraussetzen kann natürlich und das auch zu seiner Zeit schon nicht war, inwieweit man ethische Kompetenz oder eine Gemeinsinnorientierung in den Genossenschaftsbanken noch stärker oder überhaupt in der Genossenschaftsbewegung noch stärker aktivieren müsste. Wir haben große Debatten über Unternehmensethik im Bereich der Wirtschaftsethik und aus meiner Sicht müssten Raiffeisenbanken für eine besondere Kompetenz in einer ethisch reflektierten Leitung und Mitarbeit in den Unternehmen stehen und da könnten oder sollten christliche Perspektiven eine Rolle spielen. Deshalb dieses Zitat ganz zum Schluss, so eine Art Vermächtnis von Raiffeisen. 1888 ist er gestorben, das war der letzte Raiffeisen-Vereinstag, den er besucht hat. Seine Angst war immer, um das vielleicht zusammenzufassen, dass die Raiffeisen-Bewegung sich rein utilitaristisch, rein nach Nützlichkeit orientiert und ihm war immer klar, eine reine utilitaristische geprägte Geschäftspolitik ist nicht tragfähig. Es braucht ein Wertegerüst, haben wir heute Vormittag mehrfach gehört. Und dieses Wertegerüst kann man konkretisieren. Es ist bei Raiffeisen selbst eine sehr stark christlich geprägte Perspektive, die ich mit dem Leitbegriff reziproke Nächstenliebe, die Freiheit, Vertrauen, Solidarität impliziert umschreiben möchte. Und da wären wir aus meiner Sicht bei den Kernbegriffen, die man mit Raiffeisen gut assoziieren und auch auf heutiges Wirtschaften übertragen kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.